Ihr kennt das hoffentlich. Es geht euch dreckig, aber da ist jemand, der ist für euch da. Die beste Freundin, der beste Freund. Einfach jemand, der euch beisteht. Dieses Beistehen ist ein ganz christliches Motiv. Die Bibel spricht von Nächstenliebe und davon, die Last des anderen zu tragen. Seelsorge eben. Bei Unglücken oder Todesfällen übernehmen die Notfallseelsorge oder Kriseninterventionsteams diese Arbeit und unterstützen Rettungskräfte. Thea Ilse ist Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge. Sie spricht gern von Notfallbegleitung. Das beschreibt, was wir tun, auch unsere Haltung. Wir begleiten jemanden im Notfall. Und es geht darum, dass er weiß, warum und was er tut. Und es geht nach ihm und nicht wir sagen, es wäre besser, wenn sie das oder das machen. Ich denke, das ist so was ganz Wichtiges bei uns so. Ich begleite jemanden im Notfall mit aller Achtsamkeit und Sorgsamkeit. In Sachsen-Anhalt engagieren sich 280 Ehrenamtliche in den 22 Teams. Ob eine Notfallseelsorgerin oder ein Notfallseelsorger alarmiert wird, entscheiden die Einsatzkräfte vor Ort. Es gibt nicht so eine wunderbare Checkliste wie erstens, zweitens, drittens. Da sagen wir aber auch den Einsatzkräften, wenn ihr das Gefühl habt, es ist so, ruft lieber einmal mehr als zu wenig. Notfallseelsorgerinnen oder Seelsorger werden immer gebraucht. Ab 25 Jahren könntet ihr euch in der Notfallbegleitung engagieren. Weitere Voraussetzungen sind unter anderem: Ich denke, ich muss gut belastbar sein. Also mein eigener Rucksack muss schon fröhlich bearbeitet sein oder ungefüllt in solchen Momenten. Ich brauche ein bestimmtes Alter, um von diesen, ich sag mal, existenziellen Krisen ein Gefühl zu haben. Und ich muss davon absehen können, meine eigenen Geschichten und Rezepte reinzubringen. Und ich muss absehen, Rezepte zu verteilen. Infos für Neugierige oder auch Leute, die sich schon länger mit diesem Gedanken tragen, bieten die 22 Teamleiter. Wenn Menschen das hören und eine Idee haben, haben wir einerseits eine Webseite im Land, PSNV Sachsen-Anhalt, wo die ganzen Landkreise aufgelistet sind, wo die Teams sind. Da stehen die Handynummern und die Teamleiter. Mit denen könnt ihr unverbindlich Kontakt aufnehmen und mehr über das Ehrenamt in der Notfallbegleitung erfahren. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler.